Erde haben ihre eigene Sprache. Es dauert ein wenig, bis man sie versteht. Aber dann? Ich wurde angefragt, ob ich das Casting mitmachen möchte durch meine Agenturchefin, die mit Sharon befreundet ist. Und dann habe ich das E-Casting mitgemacht und dann wurde ich zum Live-Casting nach München eingeladen und dann habe ich die Rolle bekommen noch am selben Tag. Natürlichkeit, ich weiß es gar nicht so genau, aber Natürlichkeit und dass ich bodenständig bin. Ja, ich habe mein eigenes Pferd, also ein Familienpferd. Unsere Szenerien und die Orte, wo wir gedreht haben, waren wunderschön. Es war wirklich toll. Wart ihr da? Und gestern war auch schon in der Stadt. Ja. Eine Stunde. Wie ist das so, das Gefühl? Viel, also so unerwartet viel. Ich bin es nicht gewohnt, aber es macht Spaß. Ja? Ja. Keine Angst, Nein. Aufgeregt schon, aber das ist, glaube ich, normal. Pferde tun, was ich möchte, weil ich sie liebe und respektiere. Deswegen war der Dreh eigentlich super. Mir ist es einfach so, ich habe die Tiere eingeschworen. Ich habe gesagt, ich liebe dich, ich respektiere dich. Ja, tu du das Gleiche mit mir, Schnecki, weil ich will, dass du der Star bist. Und meine Stars sind die Pferde. Und dann kommt erst Lauterbach, ja. Und das haben die gespürt und die haben sich von ihrer besten Seite gezeigt. Ich kann es nur so sagen, ich hoffe, sie sehen den Film, weil sie werden sehen, was ich meine. Ja. Die Pferde sind grandios. Gar nicht, weil wir waren der erste Pferdefilm von 9 Jahren. Ja. Wir haben nur beschissene 7 Jahre gebraucht, um rauszukriegen, wer die Rechte hat. Ja? Und da haben die anderen gesagt, oh, Pferdefilm können wir auch machen, juhu. Die waren halt schneller, aber wir haben halt den Immenhof. Und der Immenhof ist die Mutter aller Pferdefilme. Sie werden lachen, ich kann reiten, ja. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich bin nicht auf dieses Pferd gekommen. Gar nicht. Ich war einmal, als geregnet hat, habe ich mich auf eins gesetzt, aber da haben die mich auch nicht weggelassen, weil die wussten, ich disappear gerne mal, ja. Und da standen dann 10 Leute um mich rum, dass ich ja nicht weggehe irgendwie, ja. Und nein, habe ich nicht. Aber die Dame hier hat ein tolles Bild von mir, wo ich reite. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Ihrem Mann bei dem Film? Wie läuft das, wenn man zusammenarbeitet? Also ich liebe ihn über alles, aber ich verlasse ihn auch 10-mal während der Dreharbeiten, dann hasse ich ihn, ja. Okay. Und, aber ich kann ihn nie verlassen im Leben, weil ich bin für die Buchstaben verantwortlich und er für die Zahlen. Okay. Und für einen Film brauchst du beides. Ja. Es ist soweit. In 6 Tagen müssen wir den Hof räumen. Was? Ich glaube, das hat ja Tradition im Immenhof. Ich kannte diese Marke Immenhof ja schon. Haben wir natürlich als Jungs früher nicht geguckt, hat meine Schwester mal geguckt. Aber das war mir schon ein Begriff. Und soweit ich weiß, ist dieser Martin Kohn, ich weiß nicht, ob der Name noch so hieß, aber das ist ja der klassische Antagonist, der natürlich den versucht, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Man muss ja böse sein. Und wie das dann in Familienfilmen ist, wandelt er sich zum Netteren. Das ist ja ganz schön. Wir mögen ja allgemein ganz gerne als Schauspieler, wenn die Figur eine Entwicklung hat. Beherbergt hat, sehr gastfreundlich, der ein Privatgestüt hat, das seinesgleichen sehr wahrscheinlich, ich schätze mal, weltweit einzigartig ist. Und da durften wir diesen Film drehen. Das würden selbst die Amerikaner nicht schaffen, so eine Kulisse zu bauen, die wäre nicht zu bezahlen. Ich glaube, er hat so Teakholz-Boxen für die Pferde. Und von den Pferden, die da drin stehen, mal ganz abgesehen. Also sehr beeindruckend. Du bist selber nicht geritten, aber... Aber die Lea zum Beispiel, und es gibt super, super tolle Reitaufnahmen und ich hätte auf jeden Fall Lust, im zweiten Teil zu reiten, wenn es einen gibt. Ich habe gehört, der Hof, wo ihr gedreht habt, muss so super gewesen sein. Der war toll. Der Hof war super idyllisch, hatte was zu erzählen. Also der Marlingroth-Hof, der war natürlich super edel, super clean alles und total irre groß. Im Gegensatz dazu war der Immenhof halt schon ein bisschen älter, hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das hat man auch gesehen. Aber trotzdem irgendwie, es hatte so einen, ja, einen Charakter. Wie gesagt, ich finde das wirklich ganz, ich finde Pferde faszinierende Tiere. Und also ich traumamäßig, aber es ist wirklich so, dass schon ein paar Pferde mit mir durchgegangen sind. Inklusive dem Pferd, das meiner Schwester mal, die meine Schwester hatte eine Beteiligung an einem Arabo-Haflinger, der ziemlich wild war. Und da ist irgend so ein Ding gerissen, ich habe vergessen, wie das heißt, irgend so ein Ding an den Zügeln ist gerissen und dann ist das Pferd aber sowas von schnurstracks mit mir zum Stall galoppiert und ich bin kein guter Galopper oder ich weiß nicht, wie das heißt. Also dann hinkt man halt so drauf.
Aber ich freue mich immer, wenn ein Pferd nicht mit mir durchgeht und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie reagiert es auf meine Kommandos mit den Oberschenkeln und den Zügeln. Dann ist ein erhabenes Gefühl.